Moin Jungs, wenn ihr euch für die anstehende Beta von Modern Warfare vielleicht schon überlegt habt, ob ihr doch vorbestellen wollt, geht einfach auf eneva.com. Da könnt ihr zum Beispiel eine 50 € PSN-Karte zum aktuellen Preis von 42 € kaufen. Das heißt, ihr macht 8 € Gewinn im Prinzip. Einfach nur gucken, dass die Karte für Deutschland aktiviert werden kann. Die gibt es nämlich für jedes Land. Dann drückt ihr auf Kaufen. Gebt den Rabattcode Cheppy ein und bekommt noch lockere, entspannte 1,50 € oder 1,27 €, um ganz genau zu sein, hinterher. Das heißt, ihr zahlt für 50 € PSN-Guthaben nur 41 €. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich hoffe, euch hat diese 36 Sekunden Trailer genauso gefallen wie mir. Der kam gestern spätabends online. Ich wollte es eigentlich gestern Abend noch hochladen, aber man muss immer so gucken, YouTube-Algorithmus und. Es war einfach zu spät. Ich wollte jetzt nicht gestern einfach irgendwas hinklatschen, so von wegen 36 Sekunden, guckt euch das an. Das ist der neue Gunsmith-Trailer für Modern Warfare, für den Multiplayer-Reveal, der am 1. August stattfindet. Das heißt, wir haben den 23., wenn ihr 7 Tage hochrechnet, nächste Woche Dienstag ist der 30. Und dann sind wir schon ganz kurz davor. Das heißt, die ersten Einblicke in den Multiplayer vom neuen Call of Duty. Und jetzt, nach dem Gunsmith-Trailer, wenn ich mir angucke, welche Waffenvariationen es gibt, Schaft, Griff, verschiedene Griffarten, verschiedene Schaftarten, verschiedene Visiere. Jede von diesen Aufsätzen macht die Waffe komplett anders vom Aussehen her. Und das finde ich sehr, sehr cool. Man hat einfach das Gefühl endlich, so wie es jetzt ausgesehen hat, dass man mit den Aufsätzen, die man ändert, auch das Waffenfeeling vielleicht nochmal deutlich ändert. Es sieht sehr, sehr cool aus, aber ich möchte nicht negativ an die Sache rangehen. Ich erinnere mich aber daran, dass wir sehr viel Aufsatzvarianten bei Black Ops 3 auch hatten. Und wenn ihr euch daran erinnert, diese ganzen legendären Aufsatzvarianten, die gab es nur über den Schwarzmarkt. Ich würde es hassen, wenn ich mir jetzt einzelne Aufsatzvarianten für meine Lieblingswaffen in Call of Duty Modern Warfare irgendwie über den Schwarzmarkt dort oder Blackjack Shop oder was auch immer es sein wird, kaufen muss. Viel geiler wäre es, wenn ich sie mir erspielen könnte über die drei Modi zusammen oder als Option meinetwegen, dass ich die Möglichkeit habe, mir in-game, indem ich Multiplayer zock oder den Spec Ops Modus oder den Singleplayer Modus, dass ich mir einfach in-game Währung erspielen kann. Ich hoffe inständig, dass es so kommt, ich weiß es nicht. Ich hoffe aber, dass ihr so ein kleines Feeling bekommen habt wie ich. Ich glaube, es steht ein gutes COD ja vor uns. Ich freue mich riesig drauf, denn all diese Waffenvarianten, Aufsatzvarianten, Möglichkeiten geben mir als Spieler und als Content Creator unglaublich viele Möglichkeiten. Das erste, natürlich als Spieler, ich habe die Wahl, meine Waffe genau so zu machen, wie ich sie haben möchte. Und in Black Ops 4 geht das leider nicht. Ich würde gerne eine ICR öfter spielen, die hat keinen Schaft. Ich würde gerne Rampart spielen, die hat kein Schnellziehen. Ich würde gerne eine Madoc spielen, die hat keinen Griff. Also, ihr wisst, was ich meine. Es gibt leider für viele Waffen Aufsätze, die man nicht nehmen kann. Ich hoffe, dass das der Vergangenheit angehört. Genauso hoffe ich, dass wir altbekannte Streaks wieder bekommen. Nach 3 Jahren mal wieder ein Orbi zu haben, es wäre echt schön. Auf jeden Fall geiler Gunsmith-Trailer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute nur ein kurzes Video. Ich setze mich jetzt die nächsten 3 Stunden dran und entscheide, wer in den Clan kommt. Ich habe immer noch keine Entscheidung getroffen, wie der Clan-Name am Ende heißen soll. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Clan-Namen habt, die gut klingen. Ich habe zum Beispiel 11 Shots schon gesehen oder Guys are Body Counting. Finde ich ganz cool, aber ist einfach noch nicht das, wo ich sage, genau das möchte ich haben. Morgen werdet ihr so gegen 19, 20 Uhr von mir die Info bekommen, wer alles im Clan ist. Und dann gibt es auch noch eine Überraschung für 2 Leute, die es jetzt noch nicht geschafft haben. Also, auf jeden Fall dranbleiben, Like da lassen, ich bin raus, haut rein.